Er hat sie alle gehabt. Als Trainer. In der Jugend. Ohne den Trainer und ich glaube auch ohne jeden Einzelnen im Team hätten wir das heute nicht geschafft. Sie sind für ihn durchs Feuer gegangen. Sie haben mit ihm Erfolge gefeiert. Wir hoffen, dass ihr zahlreich erscheint und die A-Jugend mit Coach Norbert Elgert unterstützt. Und sie haben ihm ihre Karrieren zu verdanken. Letztes Jahr das Halbfinale war schon super von der Stimmung her. Norbert Elgert, Schalke Urgestein, vielleicht so etwas wie der beste Gärtner des Talentebeetes in Deutschland. Ja, das heißt, dass du zarte Pflänzchen wässerst, trimmst und ihn versuchst, zum Idealwuchs zu verhelfen. Mehr als 80 Bundesliga-Profis hat er rausgebracht, Topstars geformt. 2013 DFB-Trainer des Jahres. Und jetzt? Buchautor. Coach NE. Gib alles, nur nie auf. Wir sind bei Norbert Elgert zu Hause in Dorsten im Ruhrgebiet. Es gibt Laptop-Trainer und es gibt Norbert Elgert, Typ Büchertrainer. Wer lesen kann und nicht liest, ich weiß, ist ein bisschen extrem, ist noch dümmer als ein Mensch, der nie lesen gelernt hat. Und was läge da näher, als selbst mal ein Buch zu schreiben? Das hat der Erfolgscoach jetzt getan, zusammen mit Co-Autor Kai Psotter. Da hat meine Frau mich sehr inspiriert. Auf einmal kam sie zu mir und ich lag in der Sonne, war am Lesen und ich sagte, Mensch, jetzt wär's doch mal Zeit für ein eigenes Buch. Und da hatte sie mich auf dem richtigen Fuß erwischt. Elgert kennt das Trainergeschäft aus dem FF, hat viel von anderen Coaches aus diversen Sportarten gelernt und natürlich gelesen. Er hat eine klare Philosophie, wie ein Trainer sein muss. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir Menschen eher nach Gegensätzen suchen, statt nach Gemeinsamkeiten, finde ich es ganz wichtig, über werteorientiertes Coaching zu sprechen. Und dafür bedient er sich manchmal auch visueller Hilfsmittel. Eine Elf, die zusammenhält, eine Elf, die zusammen alles gibt, ist nicht zerstörbar, ist nicht brechbar. Und dann können sich Einzelne auch zu Topstars entwickeln. Davon gibt es in den letzten Jahren in der Schalker Knappenschmiede einige. Ihr müsst eure Ellbogen einsetzen, wenn ihr nach oben kommen wollt. Ihr müsst euch durchsetzen in einer Mannschaft. Ihr müsst euch behaupten, aber bitte ohne Rasierklingen an den Ellbogen und nicht über Leichen. Ob Manuel Neuer, Julian Draxler, Leroy Sané. Leroy Sané steht inzwischen kurz vor der absoluten Weltspitze. Oder auch Mesut Özil. Er hat allen den ersten Schliff gegeben. Mesut Özil, zu dem ich auch eine ganz besondere Verbindung habe, der damals von Rot-Weiß Essen in die A-Jugend zu uns gekommen ist. Elgert tüftelt viel an Taktiken. Wobei moderner Fußball nichts mit Systemen zu tun hat, sondern da geht es eher um defensive und offensive Prinzipien. Der ehemalige Profifußballer ist auch mal selbst als Co-Trainer oben gewesen. Aber die Jugend taugt ihm mehr. Und ich spüre in mir nach wie vor ein brennendes Verlangen, jungen Menschen, Auszubildenden im Fußball, dabei zu helfen, ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Auf Schalke lieben sie ihren Norbert, den Mann, der die Talente formt. Wie genau er das so oft schafft, einen jungen Spieler zum gestandenen Profi zu machen, das verrät der 62-Jährige jetzt in seinem Buch Gib alles, nur nie auf.